Das war Fabian. Keiner will anmoderieren. Ich dachte, ich warte die ganze Zeit, dass einer was sagt. Ich hole gerade das achteckige Steuerrad. Zurück bei Teil 6 hier von Code Veronica XHD. Wenn ihr es seht, ist es vielleicht auch Teil 4 oder Teil 8, je nachdem, wie wir es hochgeladen haben. Naja, du musst ja sicher sein, Resident Evil Code Veronica ist sicher auch nicht sicher, welcher Teil der Serie es ist. Achso, ja. Und deswegen machen wir deshalb auch unsere Uploads in variabler Reihenfolge. Nein, Quatsch. Es geht weiter. Simon hat das Steuerrad gerade wieder aus der Kiste geholt. Wir werden jetzt und übernommen auch. Das Haus verlassen und gucken, was man unten an dem Pier machen kann damit. Wahrscheinlich könnte man es mit dem richtigen Steuerrad besser lenken als mit der Panzersteuerung hier. Ja, das ist wahr. Die hätten eins mitliefern sollen. Ja. Kleines Steuerrädchen. Ah, das wäre auch gut damals gewesen auf der PS1 und so. Das gab ja damals so richtig, wenn das auch so mit dem Lenkrad so, jetzt spielen meinst kann. Du, das Resident Evil Nagicon? So, mit dem Ace Combat Flightstick. Flightstick und ein Steuerrad von dem Schiff. Das wäre echt mal nicht schlecht. Das ist die richtige Resident Evil Steuerung. So. Runter. Steuerrad rein, dann drehen wir das Ding, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob dann entweder das U-Boot kommt oder ob wir dieses Holzding woanders hindrehen damit. U-Boot? Es gibt ein U-Boot noch, ja. Es wird auch ein Jet geben. Ein Harrier-Jet. Okay. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich denke immer noch da, wie toll es wäre, wenn man wirklich Resident Evil mit einem Steuerrad spielen würde, ja? Wie funktioniert die Shotgun? Ja, Steuerbord und Viereck. Das ist das Mini-U-Boot, genau. Können wir da nicht schon mal rein? Ja, jetzt hätte ich wahrscheinlich dieses Marine-Ding mitnehmen sollen. Oh ja. Ja, lass mal checken. Allzu weit ist es hier nicht. Das Zombie-U-Boot. Mit Zombie-Martin. Oh, das ist eine Dingsbums, oder was ich vorhin meinte? Ah, die extra Tasche? So eine extra Tasche für das Inventar. Geil. Endlich. Oh, ist das schön. Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Lass mich mal. Da muss ich ja mehr schleppen. Da ist bestimmt ein Rating damit jetzt runtergepackt, ne? Kommen wir nicht mal auf ein S-Ranking. Ladevorgang. Ladevorgang. Da. Und jetzt fährt es irgendwo anders mit dir hin. Sag mal, keinen Druck. Hatte ich die Luke nochmal zumachen sollen? Eigentlich schon. Das Interessante an diesem U-Boot ist, finde ich, dass es eigentlich nur der Weg von A nach B ist. Stimmt. Und nichts, für nichts anderes ist die U-Boot gut. Warum? Wo könnt ihr nicht eine Leiter bauen oder so? Das ist doch Quatsch. Ah, komm, du bist doch ja unter Wasser, ja. Du bist doch ja sehr gelangweilt auf dieser Insel. Da überlegst du eben, okay, ja, statt Natur bauen wir ein U-Boot. Man merkt, dass sie dieses U-Boot unbedingt einbauen wollten. Insofern finde ich das okay. Aber ich wette, jetzt brauchen wir diesen blöden Marine-Shit, den wir natürlich nicht mitgenommen haben, weil ich nie gedacht hätte, dass der so dann früh relevant ist. Zurückfahren. Den ganzen U-Boot-Weg. Da ist ein Dingsbums, ne? Ich überlege mehr oder weniger, wie viele da sind. Zwei und einer. Das sind drei. Das ist vollkommen korrekt. Aber du kannst jetzt gleich rechts. Jetzt war das schon wieder zu lang. Was machst du? Das wollte ich wirklich nicht. Ich habe die Entfernung falsch abgeschätzt. Aber das heilt, da liegt Muni, ne? Hinter dir. Und ein Farbband auf der anderen Seite wäre es. Sicher, ja, ein Farbband? Also sieht danach aus auf der Kiste. Das rechts, ich sehe nichts. Ich sehe da nichts. Doch, da ist eins. Hier. Und da hinten ist vielleicht auch noch was. Oh, Leute, ich weiß, was jetzt kommt. Was denn? Ist gut, lasst euch überraschen. Okay. Oh. Nee, es ist nicht das. Ah, der Flieger. Aber das steht. Ja, aber es ist auch gut, aber es ist nicht das, was ich meine. Ha? Das sind der Wasserjet oder so, ne? Der auf dem Wasser landen kann. Ja, den werden wir auch noch benutzen. Ihr sagt mal, haben wir eigentlich einen Fehler gemacht mit dem Kram, der noch in dem Metalldetektor liegt? Hätten wir nein, das nein, wir können den nein, später nein. Aber das hat das so viel Backtracking, das Spiel? Ja, man kann zurück, du musst nicht. Also ja, aber wir lassen doch nicht das ganze Zeug da, was da alles noch drin liegt. Nein. Aber du kannst. Also im normalen Fall wäre ich, glaube ich, jetzt einmal zurückgegangen, sobald die Kiste da ist, um die Sachen einmal umzutopfen. Ne? Ja, aber es geht ja nicht, wir kriegen es ja nicht raus. Es liegt an dem Ende, wo wir nicht durch können. Da ist so eine versiegelte Tür hinten. Ah, okay. Deswegen können wir die Sachen da nicht rausholen. Genau, aber das wird sich ja noch ändern. Wir finden da ja noch einen Weg. Wie komme ich da runter? Da hinten ist ein Schalter und da unten ist Kram. Nee. Ich komme hier nicht durch. Wir haben unsere Pistolen haben wir vorne am Eingang hingepackt und dann gelassen, weil wir keinen Slot benutzen wollten. Die glaubt können wir jederzeit mir doch bitte, wir glaubt haben, mir doch bitte, dass wir da nochmal hinkommen, Leute. Ich kann nichts dafür, wenn ihr mir nicht glaubt. Wir diskutieren über Quatsch, der einfach irrelevant ist. Wir widersprechen da doch gar nicht. Ja, aber warum reden wir überhaupt drüber? Das ist ja total Rocket Beans untypisch, dass hier über Kram diskutiert wird, der irrelevant ist. Okay, wir brauchen einen Schlüssel namens K402. Hat irgendjemand einen Schlüssel gesehen, der so heißt? H-725. Ja. Irgendwas müssen wir machen. Ah, siehst du schon, können wir ein bisschen Bauarbeiter spielen. Oh je. Die Kiste, oder? Muss ich nehmen? Ja, hinten die. Kannst du mir einen Teddybären holen, bitte, Mama?
Du kriegst eine Kiste wie alle anderen. Nein, ich will den Teddybären. Nein, du kriegst die Kiste. Du hast mich nicht lieb, Mama. Oh, gleich kriegst du gar nichts. Ich geh wieder zu Horst. Ich werde ihn nie Vater nennen. Super. Jetzt kannst du einfach ins bodenlose Loch werfen, oder? Oh, das wäre so schön. Ey, wieso klippt denn die zweite da drunter? Ach nee, die bleibt nur in der Luft dann die ganze Zeit, alles klar. Die transportieren damit Superkleber. Da ist ein Safe-Arm, oder? Ist das ein Safe-Arm? Ja gut, ich, ich könnte speichern. Wenn du einen Fahrband gefunden hast, dann das klingt irgendwie danach. Stimmt, da ist die Schreibmaschine nicht weit. Ah. Ah, doch nicht. Oh, ganz Fledermäuse. Viele. Der Steuerhebel fehlt. Wirklich? Oh, ja, ja die, man hat sie zwitschern gehört. Dieses Konstrukt erinnert mich gefährlich an Blue Stinger, muss ich sagen. So wie die Level hier gerade aufgebaut sind. Ja, es ist ein bisschen der konfusere Part, das stimmt. Hast du mal gespielt, Blue Stinger, Fabian? Ich kenne das nur von Screenshots und so, aber ich muss immer sagen, dass mich so solche Factory-Areas in so 90er-Spielen, die haben immer so was Deprimierendes an sich irgendwie. Oh. Ich mag das nicht. Ja, aber sie haben auch, die gibt's immer noch. Also es ist, passiert immer noch. Funktionsstörungen bei niedriger Stromfunktion. Sagt er, es geht wahrscheinlich nicht. Hm. Oh Gott. Oh. Da ist jetzt ein Vieh, oder? Natürlich. Sind Sie bereit zur Inspektion? Oh, shit. Ja, beweg dich doch mal! Dich. Oh Mann. Liegt da auf der... Oh, komm ich nicht raus. Brauchen wir bestimmt. Kannst du die Pfeile mal benutzen bei denen? Ja mach mal. Du hast hier riesig viel Entfernung jetzt zu denen. Oh, die Pfeile habe ich zurückgelegt. Oh, scheiße. Warum hast du das gemacht? Ich dachte wirklich nicht, dass wir die jetzt so brauchen. Ich wollte Platz schaffen. Ja, dann messer die wenigstens jetzt, wenn er auf den Boden fällt. Ich warte mal, bis ein paar weg sind. Und der andere macht hier die Babyrobbe da, oder was ist da los? Das ist ja unglaublich. Kannst du um die Ecke gehen und versuchen, die zu messern? Ja, ich versuch's aber. Aber wir haben auch schon länger wieder nicht gespeichert jetzt. Gut. Er lebt noch? Oh, der ist sogar noch aufgestanden. Ja, er lebt noch. Der Holzmichler. So, den kriegst du. Ja, weiß nicht. Sehr, sehr schön. Da kommt weiter, gut. Und tot. Und da ist Krabbler. Und da kommt Krabbi. Papa, Gugu, Gaga. Mann! Oh, guck dir das an! Oh, stirb nicht! Bisschen komisch, wenn du so einen Zombie, der da gerade kriecht, neben deinen Kopf wegtreten, so Babygeräusche verpasst. Das war Zombie-Baby. Jeder hat den Film gesehen, also. Da liegt noch was. Was war's? Oh, die ist wichtig. Die habe ich gerne. Eine Biohazard-Karte. Super gut. Was machen wir damit jetzt? Wo kann die passen? Die passt wahrscheinlich ins Rücklicht. Müssen wir sie einmal auch mal angucken. Ja, stimmt. Hier steht wieder der Code drauf. Aber ich wette, die ist für drüben. Steht da hinten, wer das liest, ist doof. 009 ist ein Sicherheitspin. Silberne Schmuckertrainingsanlage. Trainingsanlage war dann, das ist die Karte für, wo die Türen zugegangen sind. Da kommen wir nämlich dann jetzt an den Code da hinten. Haben wir denn hier alles jetzt, waren da keine anderen Wege mehr? Nee, ne? Es sei denn, wir können noch was machen mit dem, mit den Kisten, die wir weggeschoben haben, dass die irgendwie an die Seite krachen und einen Weg freigeben. Hm. Nee, ich übernehme die volle Verantwortung. Fledermäuse. Okay. Lauf schnell weiter. Was flimmert da hinten? Da kommen wir gleich hin. Okay. Also wir versuchen es. Wir speichern mal. Jetzt kommst du wieder bei den drei Zombies an. Ah, danke für den Tipp. Speichern muss ich wirklich jetzt mal irgendwie. Ja, wir auf der anderen Seite müsste, genau, da ist die andere Tür. Ist da an der Wand die Karte gerade? Jetzt? Da, rechts an der Wand. Das könnte sie sein, ja. Ja, lauf an dem vorbei. Würde die sich nicht mehr abheben dann? Leuchtet die nicht eigentlich so ein bisschen? Ja, ich mal. Nein, mach das nicht! Ja, wolltet ihr auf die Karte? Ich wollte sie nicht. Oh, jetzt ist er schon. Oh, Humpel-Modus. Das schaffst du nicht. Doch. Humpel! Wie du noch nie gehumpelt bist! Sergeant Humpel. Oh. Gut. Ich weiß, ich habe hier nicht gerade die beste Leistung gerade geliefert, aber noch lebt sie. Fledermäuse da an der Wand. Und abspeichern. Komm, Fledermäuse. Ja, hör doch auf, abspeichern. Lauf weg. Was soll ich hier machen? Lauf raus und wieder hoch. Weg. Oh Mann, jetzt sterben wir zum ersten Mal. Oh shit. Oder geh wieder raus. Das will ich doch. Das will ich doch. Und jetzt erschießt die Zombies, ja? Erschieß sie einfach. Erschieß sie. Mann, die ganze Mühe mit dem Vorbeigehen.
Der krabbelt noch. Ja, ich hab's gesehen, aber... Mann! Messer. Ah. Ja. Ah. Okay, ja, okay, geh erstmal wieder hoch. Jetzt? Das bringt jetzt... Wie, okay, was sollen wir eigentlich machen? Was war der Plan? Ich weiß auch nicht. Wir brauchen Energie. Wir gehen mal wieder zurück, und wo wir hergekommen sind. Soll ich vielleicht das Marine-Ding auch noch holen? Ja, oben in der Kiste liegt noch ein Spray. Ja, haben wir das wirklich da reingetan? Ja, weil warum haben wir das eigentlich da reingetan? Weil wir es nicht gebraucht mit dem, haben. Mit der Armbrust. Ich verstehe es. Nein, egal. Ihr wolltet Platz schaffen. Ich hinterfrage das nicht. Ich hinterfrage nicht mehr. Wir fahren jetzt schön mit dem U-Boot hoch und dann wieder mit dem U-Boot runter. Dafür ist es da, dann wird es auch mal benutzt. Das war teuer genug. Und dann zimmerst du alle mit der Fledermaus, wollte ich schon sagen. Mit der Armbrust. Das hätte ich gerne, eine Fledermaus, die das für mich macht. Ja. Eine Fledermaus mit einer Armbrust, die dann rumfliegt. Dann. Ich hätte einfach gerne den Raketenwerfer aus dem ersten Teil. Das ist das, was ich eigentlich will. Ich will den Chicago Typewriter aus dem vierten. Es war so schön, wenn du mit diesem Vierer-Raketenwerfer dann bei dem New Game so durchlaufen konntest und einfach einer kam, bam! Das ist mein Lieblings-Resident Evil immer. Losgehen und alles mit einem Knopfdruck explodieren lassen. Oder mit der Magnum. Headshots ohne Ende. Okay, die Magnum war natürlich ganz besonders. Also. Das ist so eine ähnliche Befriedigung, wie ich es gerade bei Doom auch so ein bisschen habe, muss ich sagen, bei dem Remake. Das gefällt mir da auch sehr gut. Das ist auch super geil. Doom ist toll. Wir sehen jetzt nichts Gefährliches auf dem Weg zum Speichern, oder? Nö. Okay. Du hast ja die Hunde gekillt. Gott, die braucht jetzt aber wirklich dringend ihre Energie. Okay, wir gehen da hoch, dann sind wir schon so gut wie im Haus. Und dann müssen wir nur die Treppe da noch holen, dann sind wir schon da. Schade, dass hier nicht so dann Stellen gibt, wo Kräuter mal nachwachsen können. Das stimmt. Vielleicht hätten wir ganz am Anfang was anpflanzen sollen. Das wäre gut, ja. Seid ihr gespannt auf Resident Evil 7 auf der E3 eigentlich? Meinst du, es wird da angekündigt offiziell? Ja, bin ich mir wirklich so 99% sicher, dass sie es ankündigen werden. Wir hatten ja drüber geredet, Fabian. Also der Sechser ist nicht der allerschlechteste von allen. Nein, finde ich auch nicht. Ja? Das hat durchaus Fang gemacht. Ich habe die PS4-Version jetzt auch wieder ein bisschen gespielt, wo die nochmal rausgekommen ist. So klar, hat nicht die gleiche Stimmung wie die Dinger. Das ist eben Action-Horror. Mhm. Aber ich habe Bock drauf. Vor allem das Revelations 2 war ja ganz cool. Das hatten wir ja gemeinsam gespielt. Ja, war wirklich okay. Kann Willst du die Farbbänder kombinieren? Ja, es gibt schon. Jetzt übrigens auch, das ist, wenn ihr das hier seht, noch aktuell einen Termin auch für Resident Evil 5 für PS4 und Xbox One. Also, ja. Kommt am 28. Juni raus. Ist aber auch nicht so interessant, weil gibt es halt auch schon. Das gibt es auch für den PC, ne? Das gibt es auch für den PC. Vermutlich, also eigentlich entspricht es im Wesentlichen der PC-Version. Eigentlich alle Versionen, also auch die 6er ist auf der PS4 einwandfrei. 1080p, 60 Frames durchgehend, keine Framerate-Anbrüche. Ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht, ob die was in den Texturen oder sowas nochmal extra gemacht haben, aber die PC-Version war schon einwandfrei. Ja, auch vom 5er und auch vom 4er mittlerweile. Ich würde mir maximal dann die 5er PS4-Fassung nochmal geben, wenn dann der DLC mit dabei ist. Ist glaube ich. Ja, dieses Resident Evil Gold. Pressemitteilung, also da gab es ja nochmal diese extra 2-3 Stunden, die in einem Herrenhaus waren mit Jill und mit... Ist es Chris oder so? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Aber da war noch so ein Herrenhaus extra, was immer in allen anderen Versionen nicht dabei war oder nochmal extra 15 Euro gekostet hat. Aber das hat sich nicht richtig gelohnt. Ich habe das schon mal gespielt damals. Das war nicht so, so eine Aufwertung. Aber kommen wir zurück. Was hast du jetzt gemacht, Simon? Ich habe nicht richtig aufgepasst. Ja, das, was ich wollte. Dich geheilt, die Armbrust geholt. Genau. Und hast den Marineausweis mitgenommen? Ja, weil, mein Gut, zugegeben, jetzt sind wir mit einem U-Boot irgendwo unter Wasser. Da kann man ihn vielleicht brauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn brauchen. Und die Biohazard-Karte hast du auch wieder mitgenommen? Ja. Okay. Denn die, falls wir hier jetzt nichts finden, gehen wir direkt zurück zum anderen, zum Trainingslager. Ja, genau, weil da können wir es benutzen. Für irgendwas muss ja hier die Extra-Tasche gut gewesen sein, damit wir auch mehr Items hier hin und her tragen können. Das wurde aber auch echt Zeit. Die hätten sie da auch schon hinpacken können, ja. Ich finde, es ist schon ganz schön anstrengend mit diesen Slots immer. Ich hätte gern von Anfang an mehr. Es ist aber okay eigentlich. Es ist mein Teil des Spiels. Aber irgendwo frage ich mich manchmal, was das besser macht am Spiel. Welcher Teil dadurch besser wird. Kriegt man mehr Angst dadurch? Die Spieldauer wird besser damit, weil es länger dauert. Weil man Gefühl hast, mehr von deinem Geld bekommen. Ja, das Gefühl habe ich nicht dadurch. Also, okay, jetzt habe ich 25 Stunden bei Resident Evil 2 verbracht. 20 Stunden hin und her laufen. Mit zwei mehr Slots wären es aber nur 20 gewesen. 5 Stunden deines Lebens sind weg.
Also die Gespräche bei Capcom, ja, wie können wir Resident Evil nochmal um 6 Stunden länger machen? Macht einen Itemslot weg. Ja, die haben so einen Regler, genau, den ziehen sie nach rechts, währenddessen wird die Zeit länger und die Inventarslots werden weniger und die Feinde mehr. Ja, genau, das hat jemand programmiert für die. Die Verteilung der Items wird dann so. Ja. Das wäre aber, da geht die ganze Energie hin. Ja. Da geht die Entwicklerenergie hin in für den Berechnungstools. Create my Resident Evil Software. Oh, das wäre aber schön, wenn es so ein random generated schön, Resident ja. Evil gäbe. Oder so wie bei, da muss ich jetzt nochmal Doom zitieren, da gibt es so diese Snap-Map, wo man so ganz easy Maps bauen kann. Ja, stellt euch mal vor, das wird es geben für so Herrenhaus-Parts, die man einfach beliebig neu zusammenbauen kann dann. Ey, da, ich hätte voll Bock drauf auf einen Resident Evil Maker. Ne? Weil da würde ich auch gerne mal ein Herrenhaus mit einem Rätsel bauen. Und ja, du hast auch so rudimentäre Rätselsets oder Fallen, die du dann auslösen kannst in den Räumen. Ich kriege nicht. Was ist denn da los? Achso. Ah. Alter, jetzt wird er ja, voll und plötzlich wird er voll schnell! Ich wollte den doch nur mit dem Messer erledigen. Ja, es klappt doch. Aber er hat mich trotzdem gebissen. Naja. Unfaire Scheiße hier. So, warum hast du den überhaupt tot gemacht jetzt? Nee, ich dachte, lieber jetzt so, weil er ist alleine und mit dem Messer. Ja. Damit ziemlich langweilig wird, oder was? Nimm die Armbrust. Ah Gott, ich bin jetzt ja schon wieder ja, die scheiß Viecher. Geh wieder aus der Tür raus, weil du hast hier alle Aggro gemacht. Aber jetzt bist du schon so weit reingelaufen, dass ich dich eher einmal beißen werden vorher. Das hat gut geklappt. Hey, ohne Scheiß. Geh aus der Tür. Wir können gerne mal über eure Erfahrungen mit den blöden Fledermäusen hier reden. Ah, das macht Spaß. Ich bin eine Sekunde davor, dir dieses Pad in die Hand zu drücken. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Vorhin schon so gut geklappt hat. Ja, ich bin auch nicht besser. Was soll ich denn jetzt damit machen? Ja, geh durch die Tür, aber lauf noch nicht weiter, weil da stehen die Fledermäuse erst. Okay, und dann? Und dann erschieß sie. Und dann? Ich drücke einfach zielen und schieß mal. Ja, Achtung, so, jetzt drauf, ruhig. Hab ich einen erwischt? Nee. Ich muss heulen vor Lachen. Ja, guck dir das an, die machen gar nichts. Du kannst einen kleinen Schritt gehen. Ganz klein. Aber kann ich den nicht erwischen? Ja, wenn das Autozielen schon nicht greift. Sind die vielleicht oben an der Decke? Kannst du nach oben einmal zielen? Ey, es ist einfach extrem uncool. Da sind sie doch, jetzt sehe ich sie auch. So, jetzt mal. Ja, sie will einfach die nicht anvisieren. Was würdet ihr sagen? Hier? Probier doch mal. Wir haben ja genug. Ja, das sagen wir so lange, bis wir keine mehr haben. So? Ja. Man kann auch daraus nichts ableiten, ob das jetzt links, rechts, oben ist. Sag mal nochmal so, ich weiß nicht. Ach komm. Ich versteh's nicht. Renn einfach weiter. Ey, es geht nicht! Diese scheiß Dinger! Zum Glück habe ich gespeichert! Guck dir das doch mal an! Ich glaube, diesmal würde ich fast auch für neu laden. Guck dir das an! Vielleicht war das Messer doch geiler. Ja. Ich drehe mich schon nur noch. Ja, wir werden doch gleich neu laden. Ja, ich glaube auch. Ja, aber da haben wir es wenigstens ausprobiert. Ja. Kurz mal gucken. Lass jetzt gucken, ob das Messer zumindest geiler ist. Ja. Dieser Scheißviech. Ja, genau. Probieren wir ein bisschen die Waffen jetzt durch. Das hat jetzt besser funktioniert, aber es war Glück. Okay. Einmal zurück ins Hauptmenü, glaube ich. Ja, wirklich? Ja, Alter. Aber guck erst mal weiter, Fall bevor wir hier runtergehen, ob es sich auch lohnt. Ja, nee, das ist ja fast schon Cheaten dann. Ah, nee, da würden wir wirklich ins große, in den Flieger jetzt kommen. Nein, wir können. Also, natürlich vielleicht schon, aber ich garantiere, wir sind hier noch lange nicht durch. Okay, aber gut. Siehst dann, jetzt wissen wir nämlich, wir müssen hier gar nicht hin. Du bräuchtest 6 sechseckige Medaillen. Oh Gott, 3 meinst du, oder? Ja. Ja, aber Leute, ist doch gut. Gut, dass wir. gut, dass wir das jetzt rausgefunden haben. Jetzt brauchen wir hier nicht mehr hin. Genau, ist perfekt. Da laden wir neu und starten direkt zu dem Trainingsraum. Wie geht's hier? Du musst in den anderen Knopf drücken. Oh, nee, nicht den. Auch nicht den? Mm-mm. Select, glaube ich. Und jetzt Spiel neu starten. Da oben. Die haben schon bewusst diese Option reingepackt ins Hauptmenü. Ja, auch gleich als erste Option, die dann markiert ist. Ich find's gut, ich freue mich. So kann man den Willen auch brechen. Wer hätte gedacht, dass diese Fledermäuse sind. Ja, ist das die härtesten Gegner bisher für uns in dem Spiel. Aber es war schön, es mal auszuprobieren. Ja. Gut. Ah, Moment. Das Ink Ribbon Farbband noch abgeben. Das Wort Ink Ribbon, das Englische, würde von uns auch niemand kennen, wenn er nicht Resident Evil gespielt hätte. Nee, total. Den Marineausweis doch nicht mitnehmen? Ach nee. Nee, dann okay, was machen wir denn jetzt? Dann gehen wir jetzt zurück zum Trainingscamp gleich, genau, oder? Genau, da, wo die beiden Hunde warten.
Aber in denen rennen nicht wir vorbei. Erledigt, die Hunde? Nee, wir hatten die drei Hunde vor diesem Haus. Ach natürlich. Ja, schon mit den Hunden waren wir nur im Kreis gerannt. Aber ihnen ist sicherlich schlecht geworden. Ja, das dann auch. Benny Hilt haben wir sie. Doch, ich will wirklich, diese Mats würde ich gerne haben, aber ich hoffe, die baut eine. Passt gut. Es ist auch so ein Endlosgift. Ja, genau. Es wäre eigentlich so ein 10-Stunden-Video auf YouTube. Ja, bitte. Alles sollte 10 Stunden auf YouTube sein. Mein Lieblings-10-Stunden-Video auf YouTube ist von, ich weiß nicht, ob ihr Glove and Boots kennt. Das ist so ein YouTube-Kanal, der macht so Puppen-Action, so ein bisschen Muppet-Style. Also ziemlich cool. Alles. Und die haben so ein 10-Stunden-Video gemacht, wo die beiden Puppen miteinander Ping-Pong spielen. Ah. So, von der Seite. Sie ist einfach nur Ping. Ping-Pong. Cool. 10 Stunden lang, aber in den letzten 5 Sekunden schlägt der eine daneben. Nee, oder? Und in 10 Sekunden sagt, verdammt! Das ist sehr gut. Das ist das Beste von allen. Ich hab mal, also das Beste, wenn wir gerade bei sowas sind, 10-Stunden-Video von mir war Smells Like Teen Shovel. Das kennt ihr sicher, oder? Wo diese Schaufel auf dem Eis hinfällt und klingt wie die ersten drei Akkorde von Smells Like Teen Spirit. Und davon dann so ein 10-Stunden-Ding. Einfach 10 Stunden lang. Dum, 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 dum. Und dann fängt es wieder vorne an. Apropos, jetzt kommt ein Wurm, ne? Jetzt kommt der Wurm. Gregor gespoilerte Superwurm. Den kann man ignorieren. Ja, ja, dran vorbeilaufen, aber... Merkt euch das. Aber das Gute ist, die Hunde sind weg. Ja. Der hat sie gegessen, ja! Nabuliert. Der Wurm hat die Hunde gegessen und sehr gut. Okay, da lang. Wenn ihr Würmer habt, einfach ignorieren. Gehen von alleine weg. Ja. Super! So, jetzt kannst du... Hier oder den nächsten? Ja, bei beiden, beide, ne? Geht. Ach ja, natürlich. Nach erfolgter Lüftung, da müssen wir gleich erst durchnehmen. Wir müssen auf der anderen Seite erstmal weiter. Jetzt werden bei Umbrella die Probleme gelöst. Macht halt mal ein Fenster auf! Naja, so haben die Probleme angefangen. Das macht halt beides. Mal ein Fenster auf. Das ist Ursprung und Lösung aller Probleme. Oh, es riecht so nach T-Virus. Mach mal das Fenster auf. Was ist hier wieder für eine Luft drin? Ja, wie dieser Typ, der seine Chemikalien verlegt. Vielleicht hat er auch den T-Virus irgendwo verlegt. Ach, so jemanden stellt auch nur Umbrella ein. Das stimmt. You got one job, ja? Ach. Das ist doch auch komisch. Dass er auch nie schießt, wenn er kann. Weil wir einen Headshot haben, ne? Was passiert denn jetzt? Weg. War's echt? Ja, ja. Nee, bin ich gar nicht dran. Das weiß ich noch. Okay, wir müssen hoch zu ihm nein, genau, oder? Doch. Aber ganz kurz, warum? Wir sind doch gerade noch drin im Haus gewesen. Warum ist jetzt da so ein kleiner? Also Außenruf. Es macht doch gar keinen Sinn, dass man auch da in das Zimmer dahinter gucken kann. Naja, macht es einen Sinn, dass du ein Du hast recht mit dem Wurm. Das macht auch nicht so viel Sinn. Ja, kannst da. Okay. Das ist die Frage: Soll ich nach rechts rennen durch die Tür oder hoch auf die Treppe? Ja, ich glaube, durch die Tür sind wir doch gekommen. Na, ich meinte, hier ist rechts ist noch eine Tür, also an dem Gatter. Ich würde auch die Treppe hochgehen, weil rechts ist, das sieht mir so aufwendig aus. Sie auch. Na, habt ihr euch bald entschieden, Jungs? Ja. Okay, ich renne durch. Muss er abhauen. Ja. Jetzt kriegt er nämlich Angst. Vor starken Frauen hat er nämlich Angst. Das war ja. Ja, ist einfach durch die Tür gelaufen. Der Safti. Ein indigoblaue Schildhüllung. Das ist eine Tür? Okay, jetzt können wir unten durch. Okay, erstmal unten. Oder wir können da hinten hin. Ja. Der ist bestimmt abgeschlossen. Würde ich mir vorstellen. Gleich mal. Ich hoffe nur, dass wir nicht dieses Marine-Ding jetzt in diese indigo-blaue Höhlung bringen müssen. Ach so, ja. Ihr geht sogar noch Stockwerk runter. Oh. Ja. Da habe ich immer Schiss, weil dann sind immer Hunter oder Spinnen. Ich muss Alfred folgen. Du musst einmal gucken, dass die Tür zu ist. Das mit dem Feuer zieht dir, glaube ich, auch Energie ab, ne? Ja, ich. Mann. Du hast heute eine kurze Hose an, Simon, das ist total ungewohnt. Hast du sonst viel, oder? Doch, ich hab ja meine ganzen Klamotten jetzt hier, weil ich ja hier wohne und kann jetzt auch schnell mal switchen von einer langen zu einer kurzen Hose, was früher nicht ging. Diesen Gang kenne ich doch. Hey, Moment mal, da waren wir doch schon mal. Ja, aber im anderen Spiel. Sieht aus wie bei Resident Evil 1, ne? Das stimmt. Ich weiß, dass es hier nicht geht, ich wollte es mal ausprobieren, aber... Das noch weil noch ja, da war noch eine. Krass. Auf dem gleichen Platz. Ja. Das ist so die unendliche Munition, die immer wieder. Oh, das wäre so schön. Ja. Ich nehme noch eine. Okay, erstmal in die kleine. Kleiner Raum. Ja. Das ist bestimmt mal abspeichern. Nein, guck mich nicht an. Gut gemacht. Safe Raum. Oh, und sogar eine Kiste. Liegt da unten noch ein Spray oder ist es einfach nur ihre Dose. Da liegt noch irgendwas.
Alter, jetzt sollen wir das jetzt ganz zum Anfang zurückschleppen. Siehst du, da ist das Backtracking wieder. Oh Mann, da ist die Frage jetzt, wenn wir das jetzt nicht sofort machen, ja, stirbt er? Also, weil es ist die erste Gelegenheit, wo wir es bekommen haben. Eigentlich müssten wir es gefühlt jetzt sofort machen. Ja, wobei bei Resident Evil 1 war es ja auch schon so, wenn man nicht schnell genug das Schlangengift, irgendwas war doch da. Ja, genau, das Schlangengift nicht benutzt hat, dann ist der eine Typ gestorben. Ja. Bei dem Schlangenboss. Sagt ihr, ist er euch wichtig? Ist er euch nicht wichtig? Oder hat uns aus der Zelle gelassen? Naja, ohne den würde das ganze Spiel gar nicht stattfinden. Ja. Das ist natürlich ein gutes Argument. Also gehen wir jetzt nochmal zurück, auch wenn wir vielleicht dann immer noch nicht den Kram aus dem aus dem Dings rauskriegen? Lass mich mal nachdenken. Nee. Aus dem. Ich weiß nicht. Es gibt eine Möglichkeit, aber eben nicht jetzt. Wir kriegen es nicht raus, Gregor. Das liegt hinten, an dem hinteren Ausgang. Vorne. Nein. Wir haben die vorne reingelegt, weil wir gesagt haben, wir parken hier. Wir werden nicht alles finden. Wir sind nach hinten durchgelaufen und da war dann diese Dupliziermaschine. Und dann konnten wir die Sachen nicht mehr zurücknehmen, weil wir wieder durch den Metalldetektorbereich laufen mussten. Aber die Waffen waren doch nicht aus der Dupliziermaschine. Ja, aber dann liegen hinten diese BOW-Rounds und die anderen Sachen, aber die Waffen nicht, aber die ganzen Sachen, die wir hinten lassen mussten, genau, diese aber Munition die BOW-Sachen sind ja unwichtig gegenüber den großen Round. Ja, weiß, aber ich will alles haben, was in den Fächern liegt. Welcome, Claire. Gott. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Diese Lache. Sieht an wie ein Auto, das bremst. Das fand ich jetzt aber ein bisschen creepy. Ja, so wirklich. Also, okay, wir können jetzt nicht zurück, weil wir erst hier durch müssen. Ich hätte vielleicht, wenn ich nicht an die Tür gegangen wäre, hätten wir zum Blutstillmittel noch. Also das hätten wir nicht bringen können. Wollen wir das neu laden oder wollen wir das jetzt? Nee, lass einfach weiter mal. Sie hat doch voll Angst, da reinzugehen gerade, ne? Ja, man kriegt hier auch so. Hier vibriert's auch. Kann das ein Boss sein jetzt? Ach. Gut, wir haben gerade gespeichert. Oh Gott. Sieht fast schon ein bisschen Boss-Area-mäßig aus. Ah, Leute, jetzt weiß ich, was da kommt. Wir sind nicht geladen. Egal, nehmen wir trotzdem. Ah, und da sind die. Jetzt kommt, glaube ich, bald mein Magic Moment. Oh. Ach du liebe Zeit. Da ist dieses Ding, was den Wissenschaftler. Ja, das ist der Langarm. Oh nein! Oi. Der sieht aus wie Klebereis. Ja, doch, wenn du mal zu lange drin lässt. Dalsim hat den Leg Day. Kann ich hier durch? Boah, ist das unfair. Ja, wirklich. Ich weiß nicht so genau, soll ich ballern oder? Ich meine, ich glaube, ich muss dem entkommen. Ihr habt recht, es gibt einfach keine. Mann! Da hätte ich jetzt die. Aber wie hättest du denn die Munition jetzt bekommen? Die Pfeile hätte ich gerne gehabt jetzt mit der Explosivmunition. Hast du die nicht mitgenommen? Kann nun mal nicht alles die immer mitnehmen. Die normalen Pfeile, meine ich. Ja, aber die bringen ja nichts. Meinst du, das ist eine gute Taktik, einfach stehen zu bleiben? Ja, hast du eine bessere. Wo war denn das Magazin für die verschiedene Pistole? Es geht nichts! Oh, der Kopf ist weg. Nee, bei dem Spiel nicht. Mann! Das hat ja keine Enthauptung. War gar nicht so schwer. Der war nicht so schwer, nee. Aber hat, glaube ich, schon viel Energie gekostet. Ja. Also, wo wird die Munition denn herumliegen dafür? Na, das hast du doch eben oben gesehen, wo sie liegt. Ja, aber... Jetzt kommen wir da automatisch dahin. Ich dachte nämlich auch, dass es ist wirklich wir schon hier unten wären, okay. Wo sie liegt. Schicki, ey. Magic Moment. Ja, okay, das heißt, er hätte jetzt immer die Waffen gerade. Ja. Wir tauschen jetzt doch. Oh ja, that felt good. So cheesy. Aber ich fand's gut. Shining Armor is here. Er hat nicht mal geguckt. No look.
You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Sie sind leer. Machine guns? For me? You know the deal. In exchange for your Lugers. Okay, okay. Okay, raff ich jetzt aber wieder nicht, warum oder mit der oder können wir die Maschinenpistolenmunition auch für die Lugers gleich benutzen? Yes. Nein, die Lugers brauchen wir nur für die Tür. Ja, aber was macht die Munition, die auf den Kisten liegt, dann überhaupt für einen Sinn? Hey, this thing's empty. You cheated me. Der zuckt noch. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Ich weiß auch nicht, ob das die beste Methode ist, so jemandem da hochzuhelfen. Ja, auf den Rücken, auf das Hohlkreuz stellen. Wirklich. Happy now? Bestenfalls direkt auf den dritten Lendenwirbel. Der ist der stärkste. What? Oh oh. Wir kommen einfach nicht mehr heute zu dem verblutenden Mann. Das macht mich auch nervös, dass wir uns immer weiter entfernen von den ganzen Sachen, die da noch liegen. Naja, wir haben auch gerade gesaved, also es sollte alles passen. Alles gut. Wir machen ja, ich meine, wir spielen das Spiel, es ist so gedacht, es soll so passieren. Okay, let's do it! Oh, diese Sprachausgabe. Wait here, Claire! Time to test out my new toy. Die reden so reden die heute bei Ratchet & Clank oder so, so mit dieser Frage. Ja, aber als Parodie reden sie bei Ratchet & Clank. Time to test out my new toys. Ach, jetzt spielst du den. Spielst du Steve. Ja! Aber verballerst du nicht gerade total viel Munition, weil du mit dem rechten noch gar nichts triffst? Ja, aber ist doch scheiß Steve, mir doch egal. Das ist so ein Explosionsding da unten, oder? Ja, stimmt. Geil. Wie viel Prozent hast du noch über? Mir doch egal, soll er danach halt nichts mehr haben. Er ist doch immer wieder weg. Das ist eine Antwort auf alles. Das, ist, das kann ich nicht in meine Maschinenpistole stecken. Super. Okay. Ich hätte... Soll ich nochmal zurückgehen? Oh, die Dinger. Mann, das ist doch scheiße. Wer schießt denn so? Steve. Ach, das ist doch lächerlich. Das ist nicht mehr cool. Na gut, okay. Siehst du, ich treffe die Dinger einfach nicht, obwohl ich schon in die Richtung schieße, es geht einfach nicht. Jetzt. Was pumpt der da unten? Da darfst du wahrscheinlich nicht durch, ne? Durchs Grüne. Aber nur bei Körperkontakt. Einatmen ist völlig in Ordnung. Geht das an? Scheiße, wir haben noch 30 Sekunden. Ein indigo-blauer Kartenleser. Karte, oder? Ich würde aber fast sagen, also alles das, was wir bisher gemacht haben, der Safe ist ja zum Glück nicht allzu weit weg. Wir haben wir müssten den einen Typen nochmal wegballern. Noch aber das wäre nicht so schlimm. Ich hätte sicher auch besser spielen können, das stimmt schon. Dann wollen wir hier aufhören. Ja. Moment, das gucken wir uns noch an. Aber das wäre auch voll der gute Cliffhanger für die Zuschauer. Wenn wir jetzt aufhören. This area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Mehr als mein Vater. People? Jetzt hast du was angesprochen, Claire. Tatsächlich. Ich habe doch Emotionen. Aber ich rede nicht darüber. Da ist harter Shit in seinem Kopf. Passt mal auf, irgendwann in 5 Minuten werdet ihr es erfahren. No, Claire, I'm not talking. I don't want to talk about it. Die Munition! Ah! Du Spasti! Steve. Das darfst du nicht sagen. Ach so, das darf man nicht mehr sagen. Er ist mittlerweile nach der... Asti! Nasti hätte ich jetzt gern. Asti Spumante? Nee, Asti würde ich jetzt gern trinken. Gut. Wir hier machen wir Schluss. Wir machen Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein großes mal wieder mit euch weiterzuspielen. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich auch. Hier bei Resident Evil Code Veronica X HD. Können wir jetzt kurz alle mit unseren imaginären Pistolen einfach aus Wut und Verzweiflung in die Luft ballern?